Mittlerweile ist Winter, matschig, kalt. Ist zwar noch kein Schnee, aber auf der Alp ist Schnee, nicht weit weg von hier. Und darum habe ich mir jetzt einen Winterreifen gekauft. In diesem Fall habe ich mich auch ein bisschen, eigentlich wollte ich einen Dirty Dan kaufen, so einen mit richtig Grip. Und jetzt habe ich mir, ich war halt im Walcher, in einem Sportwalcher, glaube ich, drin. Da haben wir so einen Nobi Nick gekauft, natürlich überteuert, aber für mich war jetzt halt die Frage, ich brauche jetzt halt eine Reife und was ich jetzt habe, das kann ich machen. Dirty Dan wäre mir lieber gewesen. Und den teste ich jetzt mal. Das ist jetzt im Vergleich mein normaler Reifen, den ich habe. Sieht man das? Weiß jetzt. Und ich ziehe jetzt mal den anderen auf und dann gehe ich nachher aus dem Wald, dort wo Matsch ist oder Dreck. Das hat mich doch interessiert. Immer wenn man im Wald fährt, da kommt man eigentlich nicht hoch, wenn der Reifen kein richtiges Profil hat. So, jetzt packen wir mal den Reifen aus. Das macht natürlich profilmäßig schon als Matschreifen was aus. Wir jetzt auf 2 Bar. Jetzt machen wir den zweiten Reifen auf mit dem Profil. Ein 2,25er ist das. Was?